Ich stehe hier vor der Deutschen Börse, neben mir Frank Meyer. Er ist gerade rausgesprungen von den Moderationen für NTV. Hallo Frank. Grüß dich, Julia. So, wir sind heute hier zu einem ganz anderen Thema. Wie sonst, normalerweise wird man denken, ich würde dich zu den Börsen befragen. Angesichts der momentanen Situation wäre das ja vielleicht auch angebracht. Gestern hast du einen Artikel gebracht, der hieß Horrornachrichten im Stundentakt, na und? Also wir konzentrieren uns heute ein bisschen mehr auf das Na und. Na und, genau. Wie entspannst du dich denn von diesen ganzen Dauerkrisennachrichten? Also ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit dem Geldsystem auskennt, wenn man sich so ein bisschen mit den Zusammenhängen auskennt, ist das, was momentan an den Märkten passiert, gar nicht so Neues. Und es ist teilweise so grotesk und auch so skurril. Und ich begleite das so mit einer Art von Heiterkeit, wo man viel schmunzeln kann, auch wenn einem manchmal so ein bisschen die Angst im Nacken sitzt. Heute sieht es hier ja ein bisschen anders aus vor der Börse. Wenn ich hier neben mich schaue, hier haben wir ja so kleine Hochbeete aufgebaut. Du gehst auch ab und zu mal ins Grüne oder auf deinen Balkon zur Entspannung? Also ich bin unheimlich viel im Grünen, weil ich komme aus dem Grünen, habe 10 Jahre in der Stadt hier gewohnt und jetzt bin ich wieder im Grünen. Ich habe zwar nicht solche Kästen, weil ich nicht so viel Platz auf dem Balkon habe, aber ich habe einen Balkon und ich bin ja studierter Botaniker oder Pflanzenzüchter. Und das weiß ja kaum einer von dir. Das ist ein Faible von mir, dass ich es auf meinem Balkon so eine Art von grüner Hölle immer wieder schaffe, jedes Frühjahr. Ist bei dieser grünen Hölle auch was Essbares dabei? Also pflanzt du da auch mal ein Kräuterchen oder einen Salat dazwischen oder sieht das einfach nur gut aus bei dir? Es sieht einfach bloß bunt aus. Gut ist so die Antwort, die die Nachbarn eher geben müssten. Ich finde, es ist ganz gut. Salate oder Tomaten oder Zucchini oder sowas habe ich nicht, weil da reicht der Platz nicht. Ich kam jetzt aber auch nicht auf die Idee, so eine Kiste auf den Balkon zu stellen, weil da ließe sich natürlich einfach mal ein Zucchini pflanzen und dann auch wahrscheinlich täglich abernten. Ich habe auch nicht so viel Platz, deshalb muss ich eher in die Höhe. Und dieses Jahr ist für mich das Jahr der Kletterpflanzen. Ja, Vertical Growing ist ja auch absolut im Trend. Also bei den ganzen Urban Gardening Projekten ist das ja häufig der Fall, dass nicht genug Platz da ist. Also ich sag mal, auf dem kleinsten Balkon findet sich da noch ein Eckchen, um ein bisschen was anzubauen. Was hältst du denn von Selbstversorgung? Jetzt nicht mal als Krisenvorsorge, sondern einfach ein bisschen wieder zurück zur Natur oder ein bisschen sich ums eigene Essen kümmern? Die eigenen Tomaten schmecken wirklich am besten und auch die eigene Petersilie und der Schnittlauch auf der Fensterbank schmeckt wirklich am besten. Es ist für mich eine Art von Entspannung. Grün soll angeblich auch den Augen gut tun und es macht eine ziemlich gute Umgebung. Ich habe immer so den Eindruck, dass das für mich genau das Gegenteil von dem ist, was in der Börse täglich passiert. Und wenn man zwischen den beiden Welten wandeln kann, ist es sehr schön und angenehm. Ja, wir haben ja heute sozusagen nachhaltiges oder natürliches Wachstum vor der Börse ausnahmsweise. Das Ganze findet ja im Rahmen der Karma-Konsum statt. Das ist hier eine Konferenz für nachhaltiges Leben. Und da werden auch über alternative Wirtschaftsmodelle wird diskutiert und wird nachgedacht. Was denkst du denn über die verschiedenen Ideen, die es da so gibt? Postwachstumsökonomie, Gemeinwohlökonomie und alle möglichen anderen Ansätze. Ziemlich kompliziert. Also wir leben ja oder wir kommen ja aus einer Welt, wo es immer hieß, schneller, weiter und höher. Und ich finde, dass ein Umdenken in Richtung langsamer, kleiner, gemütlicher und vielleicht auch ein bisschen demütiger uns ganz gut stehen würde. Vielleicht hätten wir da nicht dieses ganze Chaos, was wir momentan nicht nur an den Börsen sehen, auch nicht an den Finanzmärkten sehen, sondern auch gesellschaftlich, weil ich denke, hier bewegt sich eine ganze Menge. Viele haben einfach so ein Stückchen auch die Nase voll von dem Alltäglichen oder von dem Verrückten, was nicht mehr am Platz steht und wollen ein Stückchen zu sich zurück und zu den Dingen, die ein Stückchen natürlicher sind. Nicht nur auf die Inhaltsstoffe achtend, wenn man einkaufen geht. Man kriegt ja heutzutage so viel zu essen, was garantiert nicht gut sein kann, auf Dauer schon gar nicht. Obwohl, wir werden ja eigentlich immer älter. Das stimmt, wir werden immer älter, aber ob es uns dabei so gut geht oder ob wir gesünder werden dabei, das ist natürlich dann die andere Frage. Haben sich bei dir auch ein bisschen die Prioritäten in letzter Zeit verändert, wenn du sagst, es findet so ein gewisser Wandel statt? Ja, ich merke das vor allem bei mir, dass sich die Priorität geändert hat. Ich bin vor 2 Jahren in den Süden von Frankfurt gezogen, in die Nähe von Darmstadt. Und da lebt man dann als Landei in einer Stadt, das sind 10.000 Leute, das ist alles auseinander. Es ist nicht so dicht wie jetzt hier in Frankfurt und man hat sehr viele regionale Versorger. Und dann lernt man auch kennen, wie gut die Qualität ist, direkt vor Ort. Man kennt den Bauern und dann ist auch so eine Art von Interaktion mit den Leuten für den Fall der Fälle, weil du hattest Krisenvorsorge angesprochen. Wenn man mal was braucht, könnte ich mir vorstellen, man bekommt die von den Bauern eher die Sachen, als wenn man hier in der Stadt sich vielleicht Sorgen machen muss, dass wegen dieser Just-in-Time-Produktion und diese Lieferketten, die ja sehr verletzlich auch sind in Zeiten, die schwieriger sein könnten oder für den Fall der Fälle, dass man es da ein Stückchen einfacher hat.
sozusagen Problemlösung auf der lokalen und regionalen Ebene. Das ist ja irgendwie immer das Ding. Es gibt entweder einen Schritt vor oder einen Schritt zurück. Das heißt, entweder regeln wir in Zukunft alles global oder auf Euro-Ebene oder auf supranationaler Ebene oder lokal auf der ganz kleinen Ebene. Gibt es dann Zusammenspiel von diesen beiden Ideen? Also das große Bild geht immer mehr in Richtung Globalisierung, aber das ist eine Sache, die hat Auswirkungen, die hat Nachwirkungen, die hat Folgen und da mache ich mir eher so große Gedanken drumherum. Ich habe mir eigentlich eher gesagt, brauche ich diesen ganzen Schrott, der mir jeden Tag angeboten wird, brauche ich dieses unbändige Angebot, was jedes Jahr noch mehr wächst und schneller wächst, und ich habe irgendwann für mich mal beschlossen, nee, das brauchst du nicht, man kann es wirklich bescheidener und kleiner halten, und ich glaube, wenn man nicht alles auch hat, dann kann man die vielen Dinge, die es gibt, wenn man sie nicht ständig hat, auch viel besser schätzen. Wenn man jeden Tag essen geht, dann ist es immer das Gleiche. Aber wenn man vielleicht nur einmal in der Woche essen geht oder vielleicht alle zwei Wochen essen geht, dann freut man sich auch dann darauf. Genauso ist es, wenn man jeden Tag aus der Auswahl von Lebensmitteln alles Mögliche in sich reinstopfen kann. Wenn man bewusst auch mal auf ein paar Sachen verzichtet, zum Beispiel auf Fleisch verzichtet, dann merkt man mit einem gewissen Abstand, dass da eine Art von anderer Genuss reinkommt. Zeitwohlstand wäre da bei mir noch so ein Thema. Ist es tatsächlich so, dass ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, des monetären Wohlstandes oder der Zufriedenheit, dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass Zeit wertvoller wird und quasi fast unbezahlbar? Wir können ja eigentlich eine Kontenanalyse machen. Man kann auf Konten schauen und sieht da Verrechnungseinheiten, sieht da Zahlen, die haben mit dem Reellen nichts zu tun. Man weiß, hat vielleicht ein bisschen Beruhigung, dass man sagt, okay, ich komme jetzt über den nächsten Monat, übernächsten Monat, und sollte es jetzt ein bisschen schwierig werden mit der Arbeit. Ich habe immer noch ein bisschen auf der hohen Kante, wovon ich leben kann. Aber wir gucken nie auf Zeitkonten. Zeit ist eines der wichtigsten Dinge, ist eines der kostbarsten Dinge, die wir auch nicht aufhalten können, die wir nicht beeinflussen können. Aber wir können selber entscheiden, wie wir mit Zeit umgehen. Und man merkt es auch, wenn man freiberuflich ist, man ist immer an der Börse, man schreibt, ich habe einen Blog, wir machen viele Dinge, ich mache Veranstaltungen. Und dann merkt man auch, oh Gott, das war wieder so viel gewesen in dieser Woche. Ich habe einfach mal Lust auf nichts. Und da merkt man, wie wichtig Zeit ist. Ich versuche das auch so zu managen oder mir mehr Zeiträume freizuräumen. Aber Zeiträume freizuräumen, schöne Doppelung. Mir gelingt es zunehmend besser, es war früher schlimmer. Ich mache mal einen ganz kleinen Sprung, und zwar zum Thema Kontingent. Hier wird auf der Veranstaltung sehr viel über den ökologischen Fußabdruck diskutiert und über ein CO2-Kontingent für den Menschen. Ist das alles eine Augenwischerei einerseits oder sogar ein Kontrollinstrument auf der anderen Seite? Wenn im Prinzip alles auf diesem Konto eingetragen wird, dann wird das ja noch viel nachvollziehbar, was jeder Einzelne von uns tut. Ich halte das für kompletten Blödsinn, auch wenn jetzt einige sagen, der erzählt Blödsinn. CO2, wenn es so ein giftiges Gas wäre, dann, die Pflanzen ernähren sich hier davon. Wie viel jetzt ausgestoßen wird, ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir bekommen solche und solche Daten. Wir wissen, dass einige auch gefälscht sind. Aber mit CO2 kann man eine Politik machen. Man hat sogar eine Art von Besteuerungsgrundlage in der Zukunft, wo es durch Umverteilungsmechanismen dazu führen kann, dass CO2, dieses böse Zeug, eine Grundlage dafür ist, dass man sagt, du bist jetzt ein guter Mensch oder du bist jetzt ein schlechter Mensch, du bist ein Verschwender oder dergleichen. Wenn wir wirklich so eine Politik machen würden, dann würden wir keine Abwrackprämien für Autos machen, dann würden wir andere Dinge tun, als die, die wir jetzt gerade tun. Und das ist auch ein globales Problem. Ich glaube, den Chinesen ist es im Moment völlig Schnuppe, ob wir hier mit dem Auto weniger fahren, dann lassen die drüben in China 10 Autos neu zu. Das Problem ist sozusagen, der kleine Mann oder der Bürger probiert dann irgendwie was einzusparen und so weiter, und auf globaler und Unternehmensebene, Konzernebene weltweit interessiert das überhaupt gar keinen. Für mich ist es eine Art von Ersatzreligion. Klar, wir stoßen mehr aus und die Meere puffern sehr viel ab. Ich bin jetzt kein Klimaforscher und ich bin jetzt auch kein Klimaexperte, aber wenn ich mir alles drumherum anschaue, wer mit wem irgendwas macht, und was dabei rauskommen soll. Jetzt erinnere ich mich ganz, ganz stark, ich wollte ja damals diese Rettet die Glühlampe-Partei damals gründen. Es kam nicht dazu. Jetzt haben wir gerade in den letzten Wochen eine Diskussion, Glühlampen abgeschafft. Diejenigen, die diese Glühlampen früher hergestellt haben, die jetzt auf diese Energiesparlampen umgeschwenkt sind, die haben natürlich auch viel Lobbyarbeit betrieben. Diese Lampen, die brauchen zwar weniger Strom, die Strompreise steigen trotzdem, aber dafür hat, wenn so ein Ding explodiert in der Wohnung, was ich keinem wünsche, dann ist man quecksilberverseucht. Ja, wo ist der Sinn da drin?
Ich bin ganz bei dir. Letzte Frage an dich. Der Weg für diese ganzen Umbrüche, die hier überlegt werden oder beziehungsweise die Umbrüche, die stattfinden werden. Gibt es da irgendwie einen weniger schmerzhaften Weg als jetzt die sogenannten Crash-Propheten oder sonst irgendwas, das Prophezeien? Oder gibt es da irgendwie einen Weg für uns alle, da ein bisschen glimpflich durchzukommen? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage, deswegen ist es auch die letzte. Ich habe nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage, weil diese Sachen sind so komplex und diese Komplexität der Komplexität heutzutage, auch was Finanzmärkte betrifft, man kann es ganz klein halten, sich das Geldsystem anschauen, man kann es größer machen, sich die Wirkungen anschauen und man kann nur feststellen, warum tut man das, was man jetzt tut, weil wir weiter wachsen müssen und das wird alles Folgen haben und genau wenn wir nicht mehr weiter wachsen können, weil wir irgendwo an einem Punkt sind, wird das auch Folgen haben. Das ist vielleicht wie ein Luftballon. Dieses Ganze fliegt schwerelos davon. Das ist für mich das Zeichen auch für Wertstabilität, für Geldwertstabilität, für Inflationierung. Oder das Ganze fällt runter wie ein Betonklotz. Dann werden die Schulden ausgebucht und nicht mehr umgebucht. Und dann haben wir auch eine Riesensauerei. Sowohl der eine Weg nach oben als der andere Weg nach unten ist beides schmerzhaft. Und ich könnte mir vorstellen, wir sind nicht mehr lange vor dem Punkt, wo sich die Entscheidung auftut. Und man selber für sich überlegen muss, wie geht man damit um. Ich glaube, man kann nicht generell sagen, das wird jetzt so oder das wird jetzt so. Diese Crash-Propheten oder die Crash-Propheten ist auch so ein Stempel wie ein Verschwörungstheoretiker. Absolut, ja. Das ist total witzig. Das wird aber auch immer so eingeteilt. Also wenn du irgendwelche negativen Nachrichten bringst, bist du ein Crash-Prophet. Ich bin immer vorsichtig bei Extremprognosen, obwohl das Leben vor Extremen nie Halt macht. Vielen herzlichen Dank. Und ich denke mal, dann ist wahrscheinlich der Ansatz am besten, doch bei sich selbst anzufangen und einfach das zu tun, was man selbst für richtig hält. Das ist ein schöner Schlusssatz.